Was bringt Ihnen eine CO2-Düngeanlage wirklich? Wenn Sie sich bei Ihrem Aquarium einen wirklich kräftigen und schönen Pflanzenwuchs wünschen und vielleicht auch einmal anspruchsvolle rote Pflanzen erfolgreich pflegen möchten, lohnt sich die Anschaffung einer JBL-CO2-Düngeanlage. CO2, auch Kohlendioxid genannt, bildet die Hauptnahrungsquelle aller Pflanzen, die es in der Photosynthese zu Zucker umsetzen. In praktisch jedem Aquarium herrscht CO2-Mangel und die Pflanzen werden in ihrem Wachstum gehemmt. In diesem Kurzfilm werden Sie sehen, was der Anschluss einer CO2-Düngeanlage bewirkt. Zwei Aquarien wurden identisch eingerichtet und mit den gleichen Pflanzen bestückt. Das linke Aquarium wird nun 30 Tage lang ohne und das rechte Aquarium mit einer CO2-Düngeanlage betrieben. Beide Aquarien erhalten eine regelmäßige Flüssigdüngung mit JBL-Ferropol. In den wasserrückführenden Schlauch des Außenfilters wurde beim rechten Aquarium eine CO2-Zuführung eingebaut. Mit diesem JBL-Direktdiffusor und integriertem Blasenzähler können Sie genau sehen, wie viele CO2-Bläschen Sie dem Wasser zugeben. Schon nach wenigen Tagen sind die ersten Unterschiede zu sehen. Die Rasenpflanzen im Vordergrund aus der Gattung Glossostigma und auch die Hintergrundpflanzen hinten rechts, Limnophila aromatica, entwickeln sich bei CO2-Zugabe deutlich schneller. Noch ein paar Tage später ist das stärkere Wachstum auch der roten Pflanzen, hier Nisaea, schön zu sehen. Die Rasenpflanze im Vordergrund bildet inzwischen mit CO2-Düngung einen dichten Rasen, während ohne CO2 das Wachstum stagniert und sogar einige Pflanzen zurückgehen. Nach gut einer Woche ist der Unterschied gewaltig. Im rechten Aquarium mit CO2-Düngung sind alle Pflanzen deutlich kräftiger und buschiger als im linken Aquarium ohne CO2-Düngung. In der nächsten Woche werden alle Pflanzen im Aquarium mit CO2-Düngung noch kräftiger, auch in der Farbe, während ohne CO2-Düngung kaum noch Wachstum zu verzeichnen ist. Nach einer weiteren Woche sind die Pflanzen mit CO2-Düngung so hoch gewachsen, dass sie gekürzt werden müssen. Im linken Aquarium ohne CO2-Zugabe beginnen leider auch schon Algen zu wachsen, da die vorhandenen Nährstoffe nicht von den Pflanzen verbraucht werden. Im rechten Aquarium verbrauchen die kräftig wachsenden Pflanzen so viele Nährstoffe, dass die Algen gar keine Chance haben. Die CO2-Technik ist wirklich einfach zu installieren und nimmt auch im Aquarium keinen Platz weg, rechts mit und links ohne CO2-Düngung. Hier noch einmal im schnellen Zeitraffer der Unterschied. Links ohne CO2-Düngung, rechts mit CO2-Düngung. Klarer kann man den Einfluss von CO2 auf den Pflanzenwuchs nicht erkennen. Investieren Sie ein wenig Geld in eine CO2-Anlage und Sie werden einen wunderschönen und kräftigen Pflanzenwuchs erhalten. Und die Algen haben auch keine Chance mehr. Es lohnt sich wirklich.